Ein Jahr vor dem Tod von Sigmund Freud kommt es in dessen Londoner Domizil im Sommer 1938 zu einem Treffen, das den Gast, Salvador Dalí, tief beeindruckt hat. Eine heute, Freitag im Belvedere, eröffnete Ausstellung zeigt die Besessenheit des spanischen Malers vom Wiener Begründer der Psychoanalyse, vor allem in seinen frühen Schaffensjahren. Es ist die Begegnung mit dem Denkkosmos der Psychoanalyse und ganz besonders der Traumdeutung von Sigmund Freud, die den sehr jungen Künstler Salvador Dalí gleichsam künstlerisch befreit, entfesselt. Der Kurator der Schau mit etwa 100 Werken, Jaime Brijuega, warnt davor, den Surrealisten nur als Illustrator von Freuds Forschung zu sehen. Dalí selbst nennt seine quasi wissenschaftliche Arbeit dieser Zeit paranoisch-kritische Methode. Etwa Doppeldeutigkeiten wie in diesem Bild aus dem Jahr 1937, in dem sich Schwäne als Elefanten spiegeln. Die Betrachter sollten so in ein Interpretationsdelirium stürzen. Wir stecken hier also ein gutes Jahrzehnt des Lebens von Salvador Dalí und seiner Kunst ab. Und das ermöglicht uns auch dem Publikum, Aspekte aus dem Werk Salvador Dalís zu zeigen, die eben noch nicht bekannt sind, die nicht oft gesehen sind. Hier etwa will Dalí wissen, warum auf die Frage nach gegrillten Hummer im Restaurant nie ein ausgekochtes Telefon serviert worden ist. Ein Ausdruck unterbewusster Wünsche, wobei hier wie in vielen Werken auch eine sexuelle Konnotation eine Rolle spielt. Wie bei Freuds Analysen ja auch, der selbst mit solchen Erkundungen vorher nicht viel angefangen hat, nach dem Treffen mit Dalí in London zumindest aber einen genaueren Blick überlegt. Bis dahin war ich geneigt, die Surrealisten, die mich scheinbar zum Schutzpatron gewählt haben, für absolute, sagen wir 95% wie beim Alkohol, Narren zu halten, schrieb er dem Schriftsteller Stefan Zweig, der das Treffen damals eingefädelt hat.